Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tekken 8 Video Online Matches mit Lydia Sobieska. Es geht weiter, wir sind Gario geworden. Oh mein Gott. Mein Timing ist wieder on point. Oh Mann, okay. Und ja, wollen wir mal schauen, wie weit wir das treiben werden. Frankreich. Wollen wir schauen, was uns heute hier entgegensetzt in dieser Session. Reyna. Die Häufigkeit von Reyna ist wieder sehr stark. Wenn man weiter hoch geht, habe ich so das Gefühl. Wollen wir schauen, wollen wir schauen. Ist jetzt für mich, ehrlich gesagt, kann gut sein, muss nicht sein. Das ist in ihrem Endlos. Okay, erstmal reinkommen. Okay, 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 okay. Ah, okay. Jetzt greifst du. Ah, ich bin da ein bisschen steif. Wow, das geht schnell. Das geht schnell. Okay. Das ging noch. The Sim for Asuka. Ich sehe gerade kein Sim. Oh. Kein Rematch. Also die Reynas geben kein Rematch bisher. Wir hatten ja schon letztens mal eine Reyna. Okay, dann nehmen wir uns beim nächsten Fight. Mann, Mann, Mann. Das ging ziemlich schnell. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Reyna-Spieler geben kein Rematch. Oh, wir haben lange Zeit kein Hardang mehr gehabt. Eliminator. Dann wollen wir mal.
fight. Kannst du eine bessere Combo machen? Round two. Fight. Hat er mich gerade gegriffen? Hat er mich gerade gegriffen? Boah. Fight. Verschwendung? Komplett? Oh, ich bin viel zu offen. Der ist nur am Drücken. Das greift alles ab. Also ich verliere die ganze Zeit, weil er diesen einen X... Ich glaube, das ist X, ne? Oh, ich verstehe... Das war's high, alles. Kann ich vergessen. Ja, den hatte ich. Den hatte ich. Ich krieg keinen Punkteabzug, weil ein Rang hinter mir ist. Lustig. Lustig, lustig, lustig. Okay, Hardang. Das deaktiviert alles. Okay. Einfach nur die ganze Zeit. Die ist die ganze Zeit offensiv und ich bin. Okay. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Es ist unfassbar. Ja, es gibt die richtige Entscheidung. Yeah.
Ja. Ah! Jetzt habe ich aber verloren. Ah, Mann. Der weiß, wie er pressuren kann und ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Ah, shit. Der kennt... Ja, der hat das Richtige eingesetzt und ich bin da reingelaufen. Wusste halt nicht, wie ich da angreifen soll. Ich müsste da eigentlich viel ruhiger sein, aber meine Defensive ist... Naja. Dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Ready for the next battle. Okay, Leute, unser nächster Gegner ist da. Law. Mm. Oh, Mann. Ah, einspielen ein bisschen. Round wollen wir mal gucken. Fight. What the? Das ist kein Downkick. Okay, die warten. Heat. Ah, Heat Crush, okay. Darauf habe ich gebaut. Okay. Mal gucken, ob wir aus Gardegol rauskommen. Scheint so ein bisschen schwieriger zu sein. Er will natürlich Rematch. Er riecht da was. Vielleicht. Mal gucken. Wieso dauert das? Er hat aus Versehen Rematch gedrückt. Was ein Arsch. Okay, wieder kein Rematch eigentlich. Alles klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Get ready for the next battle. Und wieder ein Law. Ja, es wird nicht einfacher. Aber gegen ein Law, ja, da müssen wir gucken. Wir ankommen. Round ist es derselbe? Jetzt mal ehrlich. Fight. Korea! Round 2. Fight! Standard, so wie du. Round 3.
Fight! So, willst du ein Rematch oder willst du ein Rematch? Also der wusste nicht mehr, was er macht. Er will ein Rematch. Er will ein Rematch, okay. Round 1. Fight. Okay, er macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Bisschen verschwendet. Verschwendet. Aber ja. Fight. Nur am Drücken, ne? Mit der reinsten Billo-Technik. Und ich komme dagegen nicht an, ne? Ich bin irgendwie auch blöd. Egal. Come and get some. I dare you. Round 1. Fight. Das ist Verschwendung? Okay. Und der kriegt mich mit der billigsten Art, ne? Ich verstehe es nicht. Druck machen. Fight. Ach, da blockt er! Da blockt der Penner, oder was? Ach komm! Du drückst sonst Knöpfe! Er macht immer dasselbe. Ah!
mache ich auch dasselbe. Ist mir fuck egal. Fight. Einfach drücken, Leute. Einfach drücken. Ey, weißt du was? Boah, das war schlecht. War das schlecht von mir. Oh. Einfach fucking drücken. Boah, Entschuldigung. Aber das war ziemlich schlecht von mir. Den hätte ich in der Tasche. Oh. Was ein Scheiß. Okay. Weiter. Okay, meine Damen und Herren, ja, sorry, Leute, aber ich habe irgendwie Probleme, irgendwie noch bei gewissen Sachen, wo ich nicht verstehe, wie Dinge kommen. Oh mein Gott, ein Hardang. Wenn er dasselbe ausspielt wie der andere, dann... Yep. Aber wir bleiben erstmal hier stecken bei der bei dem Wrack. Kein Rematch. Wow. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Get ready for the next battle. Und wieder ein Lore. Okay, die Dichte an Lores wird größer. Oh mein Gott, wenn das wieder so ein Masher ist. Was da aus. Round 1. Ja, Joker war stärker. Fight.
Nein! Der hat mich gefoppt. Da! Da hat er mich gefoppt. Das ging. Ah, oh, da kriege ich zumindest ein Rematch, okay? Round one. Fight. Einfach so, random. Das war blöd. Die Runde kann ich verlieren. Aber da war ich schneller. Gut. Round 2. Fight. Wartet jetzt. Stopp. Er kommt nicht zu mir. Ich muss zu ihm kommen. Ja. Abwarten und Tee trinken, das können die meisten. Ja, ja. So viel blocken wie du willst. Okay. Ich hasse es nicht. Ich wurde mit Willokram wieder besiegt. Und es funktioniert, ne? Es funktioniert wieder. Er muss sehr nah dran sein eigentlich für... Arsch! Er gewinnt einmal. Und haut wieder ab. Das Set war noch nicht entschieden. Egal. Oh, das ist ja langsam richtig hässlich hier. Ey, oh.
entweder kriegst du kein Rematch oder die ziehen so lange die Scheiße durch, bis du irgendwas dagegen hast. Oh, Scheiße. Das ist krass. Okay. Dann würde ich sagen, dann wäre es das für diese Session Tekken 8 von meinem Rangmatch-Video mit Leda Sobieska. Wollen wir gucken, ob wir es schaffen, noch weiter zu kommen, oder wir bleiben hängen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Tekken bzw. Fighting Stage Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist GameStage5 und wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt Polish Prime Minister! Let's fucking go!